Fangen wir mit den unmotorisierten Teilnehmern des 13. Jochpass Memorial an. Die Longboarder haben die Abfahrt auf der gesperrten Strecke genutzt, um mal richtig in Fahrt zu kommen. Dabei haben sie mindestens ebenso viel Wagemut wie Geschick bewiesen. Ideal als Pausenprogramm zwischen zwei Wertungsläufen im Memorial Bergfahren, bis deren über 200 Teilnehmer wieder zurück ins Tal gekommen sind. Und das kamen sie auch. Mit großem Lärm, der für Fans historischer Autos und Motorräder wie Musik in den Ohren geklungen haben muss. So auch für die Leiterin des Jochpass Memorial, die bekennende Anhängerin der alten Gefährte ist. Alle frei und lieb wieder nach unten. Gerade die technische Seite auch, weil es noch nicht so viel Elektronik, du kannst was dran machen. Es ist ein super Feeling, es ist einfach wunderbar. Bei den Wertungsläufen geht es nicht darum, wer am schnellsten die 7 Kilometer lange Passstrecke mit ihren 106 Kurven zurücklegt. Aufgabe ist es vielmehr, das Ziel möglichst genau nach einer vorher festgelegten Zeit zu erreichen. Wer das am besten schafft, gewinnt. Trotzdem bleibt für alle Teilnehmer und ihre Fahrzeuge ein gewisses Risiko. Schließlich könnte die betagte Technik unter den Belastungen versagen oder man beschädigt selbst das gute Stück. Das kommt alles vor, habe ich alles hinter mir, aber mit sowas muss man einfach rechnen, wenn man mit altem Eisen sich bewegt, das zum Teil 70 Jahre alt oder noch älter ist. Dann gibt es halt irgendwelche Verschleißerscheinungen oder irgendwelche Crash. Kann man nicht ausschließen. Optik und Sound, das ist es, was für viele den Reiz an Oldtimern ausmacht. Aber eben auch, dass nicht ein Auto aussieht wie das andere. Ein Hobby für gesellige Individualisten eben. Ja, es gibt verschiedene Faktoren. Also für mich ist der Faktor am wichtigsten, dass ich ein Hobby habe, wo ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht in die Reihe von Tausenden einreihen muss und irgendwo ein bisschen Rechtfreiheit noch genießen kann, die unsere Gesellschaft noch irgendwo uns zur Verfügung stellt. Und einfach auch das Nostalgische, die Technik aus der damaligen Zeit, auch Achtung vor den Konstrukteuren und Achtung vor der Technik, die eben 70 Jahre alt ist und heute noch funktioniert. Die Namen der Fahrzeuge lesen sich zum Teil wie das Who is Who der Sportwagen vergangener Jahrzehnte. Ford GT, Alvis Experimental oder Lotus Elan. Alles nicht unbedingt die billigsten Autos. Trotzdem kann man sich wohl auch für weniger Geld, aber dafür viel Engagement, den Traum vom eigenen Oldtimer erfüllen. Ja, natürlich, weil man muss nicht jetzt unbedingt einen Lagonda haben oder einen Ferrari für 250.000. Ist auch ein hergerichteter VW Käfer oder ein Escort, ist schön. Wer nun das Rennen gewonnen hat? Für die meisten Zuschauer eine eher nebensächliche Frage. Sie wollten in erster Linie die Fahrzeuge von einst in der natürlichen Umgebung beobachten. Auf der Straße.